Wenn sich 4 von 5 Jugendlichen von der Politik nicht mehr vertreten fühlen, ist Feuer am Dach. An mangelnden Themen liegt das übrigens nicht. Klimaschutz, Mobilität und Gerechtigkeit stehen ganz oben auf der Liste. Damit wir Jugendliche unsere Themen ganz abseits von einer Partei auch untereinander diskutieren können, gibt es in einigen Bundesländern wie in Vorarlberg und Oberösterreich einen sogenannten Jugendrat. Wenn ich mit Jugendlichen im Gespräch bin oder auch wenn die Schulklassen zu uns in den Landtag kommen, dann äußern sie immer wieder Folgendes: Wir werden zu wenig gehört als Jugend. Und deswegen wollen wir, dass im Burgenland ein Jugendrat stattfindet. Und wir stellen uns das so vor, dass die 16- bis 26-Jährigen sich hier versammeln, und zwar von Nord bis Süd gemischt, paritätisch besetzt nach Geschlechtern, auch je nach Ausbildungsstand, aber auch nach Herkunft und familiären Hintergrund. Dort werden dann die Themen besprochen, die Jugendliche unter den Nägeln brennen. Ganz wichtig ist, dass sich hier die Jugendlichen zu Wort melden können, die nicht unbedingt in der ersten Reihe einer Partei oder einer Vorfeldorganisation sind. Im Jugendrat wird dann debattiert, verhandelt, Interessen ausgeglichen, und diese Ergebnisse werden dann öffentlich präsentiert und diese Ergebnisse werden dem Landtag präsentiert, und wir als Landtag müssen uns dann damit auseinandersetzen. Die SPÖ-Mehrheit fürchtet sich vor dieser Bürgerbeteiligung und hat den Antrag der Grünen, einen solchen Jugendrat fürs Burgenland einzurichten, in der letzten Landtagssitzung abgelehnt. Die Grünen werden da aber dranbleiben, um die SPÖ von ihrem alten Denken abzubringen.